Windkraftanlagen in Deutschland sind erneuerbare Energielieferanten, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Die Stadt Bad Mergentheim hat sich dieser Herausforderung angenommen und sich rechtzeitig über die im Bereich der Stadt geeigneten Standorte informiert und fachlich beraten lassen. In dieser Infoveranstaltung wird nun den Bürgern die bisherige Planung der Konzentrationsflächen vorgestellt. Globalweit zeigt Ihnen hier den zweiten und letzten Teil der interessanten Veranstaltung. Grundstückseigentümer sich verhalten und welche Fehler sie begehen können, dass man vielleicht
also einen Fehler natürlich vermeiden. Wie schaffen wir das, dass wir innerhalb der Region die Möglichkeiten für die Umsetzung von Windanlagen, von Windparks bekommen und wie wir das mit einer Bürgerbeteiligung verknüpfen können? Also, kurz nochmal, hier sehen Sie, das, was ich Ihnen erzähle, wird hier zum Großteil noch vorgeworfen. Diesen Vortrag, den ich hier mache, den mache ich normalerweise viel größer, viel länger, aber durch die sehr gute Vorarbeit sind jetzt alle von dem Wissensstand und Niveau in etwa gleich, wo ich dann auf meinen Bereich, den zentralen Bereich, einsetzen kann. Wir haben auch übrigens eine kleine Außenstelle bisher im Seehof in Boxberg, der wird zurzeit sehr groß. Wir werden da mittlerweile mit knapp 30 Leuten, muss ich den Kollegen nochmal schauen, 30, 25, die Steuerberatung dann umsetzen. Wir haben jetzt im Moment so knapp 20. So. Beteiligungsmodelle, warum ist es so interessant? Einleitend hieß es, dass in meinem Tauberkreis, dass in meinem Tauberkreis schon 85 Anlagen stehen. Wenn Sie an jeder Anlage hingehen könnten und fragen, wem gehörst du, lieber Anlage, dann würden Sie feststellen, dass es ganz selten der Fall ist, dass es den Bürgern vor Ort gehört. Und auch selten der Fall ist, dass es tatsächlich Anlagen sind, die hier im Main-Tauber-Kreis verwurzelt sind. Es sind nur wenige, es sind vielleicht um die 20-25%, die hier zu den Bürgeranlagen zu zählen sind. Und wir sind der Meinung, dass solche Bürgeranlagen die einzige Möglichkeit sind, um die Akzeptanz von solchen großen Anlagen hier vor Ort zu schaffen. Diese Diskussion, die ich hier höre, habe ich zum Teil schon in anderen Bereichen gehört. Ich bin ganz klar in Württemberg zurzeit unterwegs, um dieses Thema so ein bisschen zu bearbeiten und Aufklärungsarbeit zu leisten. Was hier erstaunlich ist, sie sind sehr, sehr gut von der technischen Voraussetzung aufgearbeitet worden. Also solche guten Daten und Zahlen hat man ganz klar in Württemberg nicht, wie ich zurzeit in meinem Tauberkreis antreffe. Die Bürger beteiligen sich am Windpark. Wie funktioniert das? Wenn Sie jetzt was von Eigenkapital und von Fremdkapital hören, erschrecken Sie nicht. Das gehört aber zu den verschiedenen Systematen einfach dazu. Ich versuche das so ein bisschen plakativ zu machen, ich werde es gleich auch immer durch die Gegend wandern. Das gehört aber zu meiner Strategie und Vorgehensweise, dass wir es verstehen können, auch insgesamt dazu. Wenn Sie sich an sowas beteiligen wollen, dann ist die Frage, ist es meins oder beteilige ich mich an der Anlage von irgendjemand anderem? Das ist zwar nur ein kleiner Unterschied, aber es ist was ganz Dramatisches, wenn es um sich selbst geht, die Identifikation mit der Anlage. Wenn Sie Eigentümer sind, dann rede ich in den nächsten 10 Minuten, 5 Minuten von Eigenkapital. Wenn es Geld ist, das Sie als Kapitalanleger in solch ein Projekt investieren und es ist nicht Ihres, die Anlage, dann spreche ich vom Fremdkapital. Betreiber, das kann entweder jemand sein, an dem Sie unmittelbar beteiligt sind, oder es ist zum Beispiel Energieversorger. Die Eigenkapitalbeteiligung. Die Bürger selbst sind Eigentümer einer Windkraftanlage. Eine Windkraftanlage kennen Sie jetzt im Main-Tauber-Kreis entweder als Windpark oder Sie kennen es als Einzelanlage. Wir haben hier im Main-Tauber-Kreis vor allem Einzelanlagen in der Betreuung, die unmittelbar den Bürgern gehören und die dann auch an dem Gewinn partizipieren. Also das heißt, sie kriegen dann einen Gewinnanteil raus. Ich bin ja als Steuerberater da und als Rechtsanwalt. Das heißt, das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Naturschutz, Energiewende berührt mich. Aber es geht hier auch um die Frage der Wirtschaftlichkeit. Hier sind so große Summen im Spiel, dass man sich ernsthaft überlegen muss, wenn ich hier Geld eininvestiere, rentiert sich das? Und welche Fehler kann ich vermeiden? Also, nochmal zurück. Eine Einzelanlage ist grundsätzlich möglich. Aber Sie haben gesehen, wenn Sie aufmerksam zugehört haben, dass in der Planung bevorrechtigt immer nur größere Flächen mit ab 20 Hektar beabsichtigt sind. Das heißt, die einzelne Anlage ist wenig interessant. Wenig interessant, warum? Weil sie nicht zu den Ideen und der Planung passt. Man möchte eine Konzentrationswirkung haben, das heißt, dass innerhalb eines Sprengels die Anlagen zusammengefasst werden, Thema Verspargelung der Landschaft soll verhindert werden.
Wenn wir von kleinen Windenergieanlagen in einem Park reden, also ein kleiner Park mit 2 bis 3 Anlagen, auch dort können wir uns noch vorstellen, dass der Bürger selbst, dass die Grundstückseigentümer vor allem oder die Nachbarn oder die Leute, die im Ort sind, an solche Anlagen beteiligen können. Ich habe hier versucht, das etwas zusammenzufassen. Die Einzelanlagen haben ein Problem. Der Stromanschluss. Wenn Sie denken, Sie können einfach so irgendwo eine Anlage, wie Sie vielleicht von einer kleinen Photovoltaikanlage, viele von Ihnen, oder einige sagen wir mal, werden schon mal eine kleine Photovoltaikanlage bei sich auf dem Dach haben. Das heißt, Sie haben dort im EEG ein Einspeisevorgang bis 30 Grad. Das ist in der Zusammenfassung von der Windenergieanlage anders. Sie haben auch ein Einspeisevorgang. Das heißt aber, Sie müssen selbst den Weg hin zu dem Einspeisepunkt, der Ihnen vom Netzbetreiber vorgegeben wird, finanzieren. Wir sprechen liebevoll von Graben. Eine Kabelfaser hingraben. Da stellt sich die Frage, wie viel von dem Invest verbuddele ich im Endeffekt im Boden? Und da müssen Sie hier mit rechnen, dass es vielleicht nur 1 Kilometer ist, vielleicht auch 3, vielleicht auch 8 Kilometer. Wenn Sie für eine einzige Anlage solch eine Kabeltrasse machen müssen und es finanzieren müssen, dann haben Sie ein Problem, weil es steckt voll als Kostenfaktor in diese einzelnen Anlagen mit rein. Das heißt, die Rentabilität ist höher, wenn Sie solche gemeinsamen Kosten auf mehrere Einzelanlagen verteilen können. Eine Betriebswirtschaft. Den Hinweis auf das Planungsrecht, den habe ich schon gegeben, dass die Kommunen, ich habe schon mit sehr vielen Bürgermeistern geredet, die möchten eigentlich verhindern, dass Einzelanlagen da sind, weil die stören das Gesamtbild. Deswegen versucht man Effektivität zu schaffen und die Anlagen zusammenzufassen in solchen kleinen Parks. Ich hatte gesagt, wir sind hier bei der Frage des Eigenkapitals. Ist es meine Anlage? Ist es die Anlage des Bürgers? Diese Denkweise klappt eigentlich nur bei Einzelanlagen oder bei kleinen Windparks mit 2 Anlagen. Weil eine Anlage von der Größenklasse, von der wir heutzutage reden, sind 3 Megawatt, die kostet etwa um die 4 bis 4,5 Millionen das Stück. Mit Infrastruktur dazu. Und wenn Sie mal schauen, was in Ihrer Nachbarschaft schon am Planen ist, die wollen auch das Thema Bürgerbeteiligung mit aufnehmen, weil nur so die Akzeptanz innerhalb der Bürgerschaft zu schaffen ist, dann ist da eine finanzielle Grenze, ein Spielraum da, der nicht mehr überschritten werden kann. Also kleine Anlage, Einzelanlage funktioniert. Wenn wir aber das zusammenfassen, was ich jetzt gerade eben noch gesagt habe, dass es günstiger ist, wenn Sie mehrere Anlagen, also das heißt vielleicht 7 oder 8 Anlagen in einem Park zusammenfassen und das mit dem Thema der Bürgerbeteiligung verbinden, ist es möglich, dass nur 1 oder 2 der 10 Anlagen oder 5 oder 6 Anlagen, also der Gesamtanlagen im Park, dann wieder als Beteiligungsmodell unmittelbar den Bürgern zugeordnet. Das Risiko. Wenn Sie Eigenkapital, also wenn Sie da tatsächlich eigenes Geld reinstecken und auch Eigentümer sind, dann können Sie auf der einen Seite ein Stimmrecht dafür kriegen, also das heißt, Sie können bestimmen, was los ist in der Anlage, Sie kriegen auch den Gewinnanteil. Gewinnanteil gibt es aber in der unternehmerischen Beteiligung nie ohne einen potenziellen Verlustanteil. Das kann auch schief gehen. Und das muss man einfach vorher wissen. Wir sind ein Grenzstandort in Baden-Württemberg und nur die besten Anlagen werden es schaffen, in die Wirtschaftlichkeit reinzukommen. Und deswegen hier der große Vorteil, wenn eine Planung vorher gemacht worden ist, wo man sieht, wo ein sehr guter Standort ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, wenn die Windhöfigkeit stimmt, dass auch ein Gewinn ausgefahren werden kann, viel höher, als wenn Sie vorher die Frage waren, in meinem Dorf kann man da vielleicht noch zusätzliche Anlage hinstellen. Wenn die Windhöfigkeit nicht da ist, wenn der Wind nicht ordentlich bläst, dann wird es nicht funktionieren. Rein wirtschaftlich. Okay. Windertrag, was ist das Risiko? Windertrag geringer als die Prognose oder die Kosten laufen eben davon. Die Anschaffungskosten, wir reden hier von Anlagen, die bisher sehr selten in Deutschland stehen. Das sind Riesenanlagen mit 3 Megawatt. Aber nur so können wir in Grenzstandorten das überhaupt schaffen, eine wirtschaftliche Anlage darzustellen. Die Kosten sind die Anschaffungskosten zum einen und den laufenden Unterhalt. Folge. Wenn Sie da es nicht im Griff haben, dann ist der Gewinnanteil sehr gering. Finanzierungskosten können im Extremfall den Gewinnanteil unterscheiden. Die Chancen, Sie haben Einfluss. Das ist Ihre Anlage. Das ist wahrscheinlich der zentralste Punkt, was ich hier geschrieben habe. Ohne eine Bürgeraktivität
Akzeptanz, ohne dass sie das Gefühl haben, es ist die eigene Anlage und es ist nicht irgendeine Anlage von jemandem. Also wenn sie nach draußen gehen und sehen die Anlage, weil sie vielleicht ein bisschen höher ihr Haus haben und das Gefühl haben, es ist fix, das drin dreht sich aber verrückt. Aber ich bin daran beteiligt. Wenn Sie aber im nächsten Moment nochmal nachdenken und sagen, CFX, das Ding dreht sich ja wie verrückt und andauernd kommt der Schatten dann damit dazu und es stört mich, dann haben Sie mit dieser Anlage ein emotionales Problem. Wenn Sie selbst Anlagenbetreiber wären und gucken raus und sehen, dass die Anlage sich dreht, dann sagen Sie zu Ihrer Frau, gut so, jetzt tut sich was. In dem Moment, das sind ganz interessante Erfahrungen. Wenn Sie eine eigene Anlage haben, Sie schauen den Wetterbericht komplett anders an. Sie schauen wieder mit. Also es ist eine Identifikation des Laufbereichs. Auch die Erfahrung zeigt, wir betreuen ja schon relativ lang solche kleinen Anlagen und auch Windparks. Der Bürgervorbehalt am Anfang ist riesig, weil Sie immer Angst haben, es tut mir im Auge weh, da könnte Landschaft verschandelt werden. Absolut richtig. Durch. Wenn ich eine größere Beteiligung habe,
und zum Beispiel meine Nachbarin in der Genossenschaft mit drin sitzt und die 300 Euro mit drin hat und ich 30.000 und die hat genau das gleiche Stimmrecht wie ich, dann ist das für einen unternehmerisch denkenden Menschen, und wir reden hier von größeren Summen, größeren Kapitalsummen, schwierig. Deswegen versuchen wir hier eine Kombinationslösung zu machen. Das ist eine Kombination zwischen GmbH und Genossenschaft. Was ist der andere Bereich? Das ist das Fremdkapital. Das Fremdkapital heißt, jemand anders gehört die Anlage und ich teile mich dran. Entweder ist es ein echtes Darlehen, das heißt, Sie spielen Bank. Ich mache mal ein plakatives Beispiel. Energieversorgung möchte 8 Anlagen hinstellen, bietet Ihnen an im Rahmen der Bürgerbeteiligung, dass Sie ihm ein Darlehen geben, 5.000 Euro mit 3% Zins. Hört sich nicht schlecht an. Hat er eigentlich entschieden. Das Problem ist, er kann auch irgendwann mal insolvent gehen. Und wir reden nicht von dem Energieversorger selbst, sondern von der Anlage. Das ist ein gewisses Risiko. Es ist zwar eine feste Verzinsung, Sie haben aber auch nichts davon, wenn die Anlage sehr gut läuft. Deswegen gibt es andere Spielarten. Es gibt ein sogenanntes partiarisches Darlehen, das heißt, gewinnabhängige Verzinsung, wenn die gut verdienen, dann gibt es ein bisschen mehr Zins obendrauf. Also nochmal, Sie geben 5.000 Euro rein oder vielleicht auch 1.000 und kriegen dann Zins dafür. Genussrente, das ist etwas, was in der Blindenbranche sehr verbreitet ist. Finger weg davon. Das bringt Ihnen nichts. Das ist eine gewinnabhängige Verzinsung, aber Sie wird wie Eigenkapital behandelt. Also das heißt, wenn das nicht umgeht, dann sind Sie der Letzte, der das Geld zurückbringt. Sie haben kein Stimmrecht, kein Gewinnanteil und haben das volle Risiko unter Umständen. Also Genussrechte, Vorsicht, es kann auch Sondersituationen geben, wo man das Genussrecht umgestaltet, dann passt es wieder. Und dann gibt es noch die typische Schiene Gesellschaft, das ist eigentlich dasselbe in Grün bis partiarische Darlehen, bloß eine Besonderheit aus dem Handelsrecht. Die Nachteile, Sie haben keinen Einfluss, wenn Sie das als Fremdkapital machen, auf die Betreibergesellschaft. Sie wollen ja selbst auch sagen, die Anlage, wo, wie funktioniert das? Haben da auch den besten Preis rausgehandelt bei der Frage, wie die Anlage eingekauft wird. Habt ihr vielleicht das und jenes beachtet? Wir hatten das Thema vorhin mit dem Bereich Vogelschutz, Naturschutz. Wenn ich die Leute vorab eingliedere, wir haben ein wahnsinniges Wissen, das dann im Rahmen der Planung der Anlage selbst auch wieder mit verwirklicht werden kann. Da kommen nicht nur Fremde und sagen Ihnen, wie es geht, Sie können sich selbst beleidigen. Der Nachteil bei Darlehensgeber, hat Ihnen gesagt, ist Insolvenzrisiko, tragen Sie grundsätzlich. Wenn Sie also von einem Großprojektierer oder Betreiber die Möglichkeit bekommen, ein Darlehen reinzugeben, dann müssen Sie haarscharf aufpassen und nicht die 3%, die ich Ihnen gerade gesagt habe, mit dem vergleichen, was Sie als Festgeld bekommen. Fazit, echte Bürgerbeteiligung gibt es nur mit Gewinnanteil und Stimmrecht, alles andere ist ein bisschen ein Feigenblatt. Sie werden es jetzt auch unter Umständen von unserer Firma ein bisschen anders hören in Nachbarbereichen. Es gibt eine Möglichkeit, diese beiden Konzepte des Fremdkapitals, GmbH und Co. KG, Genossenschaft, miteinander so zu verweben, dass es wieder Sinn macht. Aber das würde den Rahmen hier sprengen. Mischform. Indirekte Bürgerbeteiligung, da mache ich jetzt sehr schnell. Auch das hat der Herr Reiner vorhin gesagt. Es gibt eine Möglichkeit, dass die Bürger nicht unmittelbar beteiligt sind, sondern über einen Fonds. Das heißt, dass ein Teil der Pacht beim Betreiber der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Das machen wir in einigen Projekten, weil es wie für die Bürgermeister ein sehr überzeugendes Argument ist, zu sagen, wir kümmern uns um die Belange der Bürger und zum Schluss kriegen die Bürger auch was aus dieser Pacht raus. Kommunale Fonds für soziale Projekte. Schwierig ist dann zu sagen, welche sozialen Projekte. Es sollte eine Möglichkeit vor Ort sein. Und die Gewerbesteuer. Auch das hat man mehrmals als Beispiel, die Gewerbesteuer wird nur auf Gewinne bezahlt. Wenn die durch findige Gestaltungen die überregionalen Projektierer oder der überregionale Betreiber es schafft, dass er dem Geschäftsführer so viel Geld zahlt, dass da kein Gewinn mehr über ist, dann bleibt da nichts für die Kommunen über. Das würde Ihnen in einer Bürgerbeteiligung nicht passieren. So, Grundstückseigentümer ist mein zweiter Bereich. Jetzt kommt eher so der Bereich der Landwirtschaft dann noch hinzu. Die Eigentümer von windhöfigen Flächen werden zurzeit extrem, aber wirklich, das können Sie sich nicht vorstellen, von Leuten angesprochen, dass sie ihre Nutzungsrechte für den einzelnen Acker hergeben sollen. Jetzt weiß ich, schönes Wetter draußen, dann wird es so gut wie keine hier drin. Aber Sie sind vielleicht noch irgendwo verwandt mit ein. Tragen Sie das weiter. Wenn ich das bei Ihnen nicht anbringen kann, dann bin ich leider umsonst nicht gewesen. Also,
Was passiert? Sie werden angesprochen, sie kriegen extrem hohe Pachten versprochen. Wir reden hier von 15.000 Euro plus X. Es sagt ihnen aber keiner, dass diese Pacht erst bezahlt wird, wenn tatsächlich die Anlage dreht. Bloß ein Konzept, wie die Anlage sich drehen soll, das wird ihnen nicht gezeigt. Und es kommt häufig auch vor, dass der Flächeneigentümer, der hier mittendrin sitzt, mit dem anderen Projektierer oder Betreiber, also beim Nachbarn, wir haben hier A und dort haben wir B, dass der A mit der Z-Betreiber arbeitet und der B mit O. Das kann nicht funktionieren. Zeige ich Ihnen nochmal gleich. Um das Ganze ein bisschen verständlicher zu machen, etwas zeichnen. Das ist jetzt eine arrondierte Fläche Landwirtschaft. P10 ist Parzelle 10. Das sind die Nachbarn dazu. Und jetzt macht so ein Einzelvertrag nur Sinn, wenn ich auf meinem Acker eine eigene Anlage machen kann. Jetzt sind Sie der Eigentümer von P10. Jetzt kriegen Sie einen Vertrag, da steht drin, auf meinem Acker kommt ein Fundament und ich kriege die ganze Pacht. Hustenkuchen, das funktioniert nicht. Oder Sie haben einen Riesenacker. Das ist der Standort, P10. Das, was Sie jetzt hier dazu sehen, ist die sogenannte Kranstellfläche. Die Anlage muss hier irgendwo aufgebaut werden. Das, was Sie jetzt sehen, ist die Abstandsfläche oder Baulastfläche. Sie sehen jetzt schon, P10 alleine wird es nicht schaffen. Er braucht 9, 15 und 16 dazu. Es geht weiter. Es soll eine zweite Anlage hingestellt werden. Abstandsfläche. Jetzt wird die Anlage wahrscheinlich gar nicht hinfliegen können. Kommt aber gleich. Das, was ich jetzt hier angezeigt habe, ist die Kabelstation. Die muss ja auch irgendwo stehen. Die steht eventuell beim P10, aber ziemlich sicher nicht bei P14 oder bei P15. Jetzt hat man gesagt, man stellt die mitten rein. Jetzt kommt die Zuwägung. Das, was Sie gesagt haben, hinfliegen tut die Anlage nicht. Das heißt, Sie brauchen fast die ganze Nachbarschaft, um so einen Windpark umsetzen zu können. Selbst wenn es eine Einzelanlage ist, werden Sie ohne Ihren Nachbarn nicht mitkommen. Die Kabelstation, noch eine Kabeltrasse dazu, Abstandsflächen da. Und Sie sehen, und auf einmal ist die ganze Nachbarschaft mit dabei. Und alleine kriegen Sie die Pacht nicht. Sie müssen die mit denen verteilen und bisher verteilen. Und jetzt kommt noch ein kleiner, ich würde sagen, es ist Spaß, ist aber schon passiert. Sie haben den Nachbarn ganz links außen nicht gefragt. Und jetzt kommt er nach 5 Jahren und setzt Ihnen, weil das Windvorranggebiet jetzt erweitert worden ist, beziehungsweise Sie haben den gar nicht gefragt, und es war schon im alten Windvorranggebiet mit drin, eine andere Anlage direkt vor die Hauptwindrichtung. Das soll Wind sein. Warten Sie mal, was für eine Auswirkung das auf die anderen Anlagen hat. Vielleicht auf Ihre Bürgerwindanlage. Das heißt, wichtig ist, dass das ganze Windvorranggebiet, die Grundstückseigentümer zusammengeschlossen sind. Wie sollten die sich verhalten? Zum Zusammenschluss aller Grundstückseigentümer in einem Vorranggebiet oder Konzentrationsfläche in der GbR. Die GbR verhandelt einmal. Verhandelt, ohne dass er Rechtsbefugnis hat, für alle anzuschließen, aber verhandelt. Die mit dem Projektierer, mit verschiedenen Leuten, versucht natürlich die größte Pacht auszuhandeln, das ist klar. Bloß die größte Pacht ist nicht immer die zuverlässige Pacht, die auch bei Ihnen ankommt, sondern wichtig ist, dass es die Pacht ist, die danach bezahlt wird für Ihre Anlage. Was ist die höchste Wahrscheinlichkeit? Wenn Sie ein Konzept von Ihrem Vertragspartner haben, wo drin steht, dass da eine Bürgerbeteiligung drin ist, und genau untersuchen, würden Sie sich an dem Konzept, was der Ihnen erzählt, selbst dran beteiligen. Wenn das der Fall ist, dann können Sie mit denen paktieren und können einen langfristigen Nutzungsvertrag ausmachen. So viel zu meiner Ausführung. Herr Frau Schneider, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, er hat es wirklich geschafft, ohne uns jetzt bevormunden zu wollen und auch ohne jetzt schon eigene Vorteile darzustellen, die man haben könnte als Anwalt, als Berater, uns das, was wir wollten, zu bieten, nämlich einen abstrakten Überblick. Und ich glaube, eines, die Botschaft wollten Sie auch überbringen, Herr Schneider, bin ich Ihnen sehr dankbar. Eines hat es gezeigt, genauso wie wir auf der politischen Ebene jetzt dafür Sorge tragen wollen, dass wir mit Konzentrationsflächen eine Zersiedelung verhindern und uns auf ganz bestimmte Regionen dann beschränken. Genauso wollen und müssen wir unsere Bürger dafür sensibilisieren,
dass die Realisierung solcher Anlagen, wenn es um die betriebswirtschaftliche Umsetzung geht, nur gemeinsam funktioniert. Und da war gerade auch das Schlussbeispiel der zusammenhängenden Parzellen und wie die dann da unten sind, exzellent. Also ganz herzlichen Dank für diesen Einstieg und ich hoffe, Sie haben auch hier etwas mitnehmen können, wenn es um Ihre eigenen Überlegungen geht. Und jetzt, Sie alles, wie vorhin auch, Runde frei für Ihre Fragen an Herrn Schneider zu allen Themen rund um Beteiligungen, also wie wir es gerade in der Zeit gekriegt haben. Ich bitte um Wortmeldungen. Hoppla. Ich darf es Ihnen verraten, ich sehe von hier vorne keine Wortmeldungen. Da hinten ist eine. Bitte schön. Ja, mein Name ist Hans Rügel, ich komme aus Weichenstein-Bergbronn und bin kaufmännischer Geschäftsführer von 7 Windkraftanlagen in diesem Windpark Weichenstein-Neubronn. Und es sind alle GmbH und Co. KGs. Die erste, wir haben 2 Windräder selber, zu 5 jeweils als GmbH und Co. KG. Die anderen 5 Windräder sind mit ca. 410 Gesellschaftern besetzt. Sehr viele kommen aus auf dem Stadtgebiet Baden-Württemberg. Bei uns war das ein Selbstläufer ab Jahr 2000. Wir haben Öffentlichkeitsarbeit ohne Ende gemacht und haben das eigentlich nach vorne geladen. Ich möchte was den Unternehmensformen sagen. Der Herr Schneider hatte das vorgestellt. Ja, seit anderthalb Jahren ist hier ein Mann aus Bayern durch Baden-Württemberg gezogen und hat diese Genossenschaft hier Kunde gemacht bis zur HOT. Zu diesen Genossenschaften kann ich nur eines sagen, wenn man eine GmbH und Co. KG gründet, dann ist der Gesellschafter, der ist Mitinhaber der Firma. Wie Herr Schneider sagt, er bringt das Risiko, aber er merkt auch an seiner Anlage, wenn was zu verdienen ist. Und es gibt sehr unterschiedliche, hier unterschiedliche Eigenkapitalführungen. Wir haben zum Beispiel unser letztes Windrad mit 100% Eigenkapital gebaut. Jeder, was von den Dingen versteht, wird Ihnen sagen, das ist ein Blödsinn. Aber wir haben momentan eine andere Zeit. Wird man da laut sagen, Geld will oder soll in Sicherheit gebracht werden? Man kann auch solche Überlegungen anstellen, ob man nicht solche Modelle fährt. Wenn man das in der Genossenschaft macht, ich stelle fest, da wird überall viel Beiwerk gewählt. Da gibt es eine Vorstandschaft, da gibt es einen Aufsichtsrat, es gibt einen Genossenschaftsprüfungsverband und alle wollen irgendwo damit drin dabei sein. Als Unternehmer muss ich sagen, das sollte man in einer Form von einer GmbH und Co. KG machen. Danke. Vielen Dank, das war ein Statement eines Menschen, der erfolgreich Anlagen betreibt und auch so offen ehrlich ist, das hier darzustellen und sich als Gesprächspartner anzubieten. Herzlichen Dank. Das war jetzt natürlich keine Frage. Wenn Sie wollen, Herr Schneider, trotzdem das aufgreifen. Und ansonsten gucke ich in die Runde, wo es weitere Hände gibt. Ich habe eine, aber vielleicht wollten Sie noch irgendwas ergänzen. Bitte schön. Was ist los mit den Anlagen? Immer noch nicht funktioniert. Stadtverwaltung schafft Batterie, die dann haltet, aber was auch immer. Wir sind gerade im Ausmeister blockiert. Ja, und so macht er. Eins vorab, ich kenne den Herrn Klüger schon ein bisschen, auch ein paar Jahre. Er hat recht, aber er hat sehr pointiert ausgedrückt, würde ich mal sagen. Die Genossenschaft hat ihre Daseinsberechtigung, wenn sie von Projekt durch eine Beteiligung von vielen, vielen Leuten möglich ist, dann Kombination mit Genossenschaft. Reinrassige Genossenschaft als Betreiber für eine Windanlage oder sogar für einen Windpark kaum handelbar. Soweit gehe ich mit dem Herrn Klüger konform. Wir haben auch Energiegenossenschaften, die Photovoltaik machen. Die sind vielleicht auch nicht auf das letzte steuerrechtliche Maximum gedreht. Wie gesagt, es muss immer Stoßrichtung sein. Geht es um die Frage, ich nehme die Leute mit, wir machen, wir reden nicht nur über Nachhaltigkeit, sondern wir machen was, dann sind sie in der Genossenschaft als Teil zum Beispiel von GmbH und Co. KG gut aufgehoben. Wenn Sie kleine Beträge setzen wollen, sind Sie gut aufgehoben. Aber ein Betrieb,
von einer Anlage oder von einem Park in der Genossenschaft zu machen, wo jeder Genosse nach 5 Jahren wieder rausgehen kann, was gesetzlich Vorgabe ist vom Genossenschaftsgesetz, da setze ich eine ganz große Frage dahinter. Wie gesagt, verschiedene Schlussrichtungen. Ich glaube, das war deutlich. Wir formulieren also so, das Ziel ist, Genossenschaften, an denen sich viele Bürger beteiligen können, beteiligen sich dann als eine Genossenschaft an einer GmbH und Co. KG. Das wird auf den Punkt gebracht. Jetzt war ich weiter geworden, bitte schön. Mich hätte noch interessiert, in welcher Zeit wird so eine Anlage abgeschrieben bei Ihnen? Also, wenn es jetzt neu ist, 16 Jahre, wenn es ein Alter haben, ist es 10, 11, 12. Das hängt von den Jahrgang ab, wo das die Anlage in Betrieb gegangen ist, aber aktuell ist es 16. Es ist aber rein steuerrechtlich. Wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwo einen Prospekt sehen, also wenn Sie jetzt eine große GmbH und Co. KG, wo mehr als 20 Leute beteiligt sind, muss einen Prospekt machen. Und die unterscheiden ganz stark zwischen der steuerrechtlichen Sichtweise und zwischen der betriebswirtschaftlichen Sichtweise. Und dann kann betriebswirtschaftlich, also renditemäßig, die Abschreibung eigentlich nur auf den Nutzungszeitraum verteilen. Und das wären jetzt, wenn die Verträge über 20 Jahre laufen, dann 20 Jahre. Deswegen muss man das unterscheiden. Nicht, dass Sie da ein bisschen verwirrt sind, dass es da unterschiedlich ist. Danke. Also Blick in die Runde. Gibt es noch weitere Fragen? Dann möchte ich es nicht genau. Doch, Herr Kuhn, bitteschön. Auch im Stadtrat, so kenne ich ihn. Guten Abend, mein Name ist Karl Kuhn aus Markelsheim. Ich habe heute früh mit der Landwirtschaft, wie Sie, aber war als Gewerbe als Erfasser und heute früh war ein Landwirt bei mir aus Herbsthausen, der sagte, und was macht ihr Bergheim jetzt mit eurer Windkraft? Schönes Wort, ihr Bergheim, welcher Bergheim aus Herbsthausen, das überschreitet die Akzeptanz. Es ist wichtig, dass er selber beteiligt ist oder selber was mitmachen kann. Denn er sagte dann als nächstes, guck bloß, dass es nicht irgendwelche Investoren sind, die da das ganze Geld abziehen. Und da ist jetzt meine Frage an das Publikum, dass wir einfach mal auch ein Stimmungsbild hier haben, was hier gewünscht wird. Denn da sind wir als Stadt, Bad Mergentheim, großer Wald- und Grundbesitzer, der diese Flächen auffällt. Wie sollen wir uns denn verhalten? Soll es eine regionale Vermarktung geben, wie es Professor Reinhardt hier angesprochen hat? Wenn man hört den Herrn Flüger hinten, also dass man diese 7 Windräder locker mit regionalen Beteiligungen hier finanziert hat, dann denke ich, werden diese bis zu 30 Windräder, da fallen ja sicher einige noch weg, vielleicht aus anderen Gründen, doch auch hier regional finanzieren können, weil das ist ja entscheidend auch für uns, jetzt nicht in der ersten Phase der Abstandsflächen, das denke ich, haben wir schon in die richtige Richtung eingeschlagen, aber dann in den nächsten Schritt, was machen wir mit unseren Flächen, das ist ja Ihr Wald, wir sind ja Waldnähen dort im Bürgerwald, in welche Richtung sollen wir gehen, wird eine kommunale, regionale Beteiligung angestrebt, auch der Bürger, oder soll das eine Beteiligung, wo 30, 40 andere Gesellschaften beteiligt sind, aus Ulm oder Köln oder sonst woher, gehen, was wünschen die Bürger hier? Vielleicht hat der eine oder andere noch eine Anmerkung dazu. Das war jetzt die Frage natürlich weit ausgeweitet. Wenn ich jetzt ein Bürger wäre, darf ich auch sein, ich bin einer, dann würde ich sagen, wir müssen aufpassen, das ist auch wieder, dass die Gesetzgebung eingehalten wird, dass wir nicht unsere Windräder ausschließlich auf kommunalen Flächen ausrichten. Das könnte es nämlich dann zum Stolperstein werden. Und die zweite Antwort, die ich geben würde, ist die, dass wir beides brauchen. Ich denke, wenn klar ist, wo Windanlagen gebaut werden können, wird sich sehr schnell zeigen, wie viel Geld kommt in verschiedenen Formen von Bürgerbeteiligungen zusammen und wie viel Geld braucht man dann auch von außen, um die Anlagen zu realisieren. Ich möchte, auch wenn es gewagt ist, die Prognose stellen, dass wir uns nicht auf ein Modell, auf eine Richtung nachher für die gesamte Gemarkung werden verständigen, sondern weil es ja unterschiedliche Anbieter gibt, gibt es auch hier einen gewissen Wettbewerb und ich bin überzeugt, wir werden nachher mit einer gewissen Vielfalt an Modellen und Betreibern arbeiten. Das ist nur eine Vermutung, keine Vorwegnahme, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir als Stadtrat oder auch in der Verwaltungsgemeinschaft uns nachher ausschließlich auf einen Betreiber festlegen, sondern ich glaube, wir werden eine Vielzahl an Modellen haben, auch wenn sich zunächst mal 20, 30 Anlagen nicht so viel anhört, aber wenn die Anlage 3 bis 5 Millionen kostet, dann sind es doch ganz schnell Summen, wo man sieht, da gehört auch zunächst mal jemand dahinter, der bereit ist, unser Geld zu investieren. Das wäre das Meisterelement, wenn es weitere geben will. Jetzt letzte Chance.
bedanke ich mich bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Es war eine vielfältige, ruhige und von, ja, ich würde sagen, hoher Qualität getragene Veranstaltung, die vor allem davon abhing, dass wir tolle Referenten hatten. Ich möchte mich bei Ihnen, bei Frau Klerle, bei Professor Reinhardt, bei Herrn Schneider ganz herzlich bedanken für Ihre Ausführungen, und ich glaube, das ist der erste große Applaus wert. Ich darf in deren Teilnahme natürlich verraten, dass Sie alle jederzeit zu weiteren Gesprächen, auch zu individuellen Beratungen bereitstehen. Ich darf als drittes Sie aufmuntern, liebe Bürgerinnen und Bürger, gehen Sie auf uns, gehen Sie auf Ihre Ortschaftsräte, Ortsvorsteher, auf Ihre Stadträte zu, teilen Sie uns weiterum Ihre Meinung mit. Aber sagen Sie auch den Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die heute nicht da waren, dass es sich durchaus lohnt, sich mit den Themen zu beschäftigen und die unterschiedlichen Facetten, die Windenergie bis zur Beteiligung bietet, sich persönlich auch etwas anzueignen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen für diese Disziplin, jetzt 2,5 Stunden sich einem Thema gewidmet zu haben, obwohl es hier drin richtig warm ist und uns der Schweiß steht. Ich bedanke mich für diese gute Atmosphäre und hoffe, dass wir mit der die gültige Entscheidung treffen, sowohl der Region, sowohl von Ihnen, zum Wohl von uns allen. Herzlichen Dank, einen schönen Abend und bis zu weiteren Begegnungen. Sie sahen hier die Informationsveranstaltung der Stadt Bad Mergentheim zum Planungsstand über geeignete Flächen für Windräder in Bad Mergentheim. Musik